Deine Heizung wird nicht richtig warm? Meistens gibt es recht simple Gründe dafür, die du schnell selber beheben kannst, ohne viel Geld für einen Handwerker auszugeben. Was die Gründe dafür sind und was du dann unbedingt an deiner Heizung machen solltest, erfährst du in diesem kurzen Video. Denn wenn du deine Heizung einschaltest und sie wird entweder gar nicht warm oder nur ein wenig warm, dann ist eines dieser Probleme meistens der Grund dafür. Besonders wenn du die Heizung das erste Mal anmachst, dann könnte es sein, dass die Heizung selber noch gar nicht auf Wintermodus eingestellt ist. Das heißt, du hast, so wie hier bei mir, nur den Warmwassermodus eingeschaltet. Achte daher unbedingt darauf, dass du die Heizung selber auch eingeschaltet hast. Wie das speziell bei dir geht, findest du in der Betriebsanleitung deiner Heizungsanlage. Wenn sie eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht warm wird, kommen wir zu den weiteren Gründen. Denn oftmals liegt es an dem Ventil am Heizkörper selber und dieses Problem kannst du tatsächlich super schnell und einfach lösen. Dafür solltest du deinen Heizungsthermostat einmal auf die höchste Stufe stellen. Bei mir wäre das hier die Stufe 5. Danach kann ich dann hinten diese Mutter lösen. Das kannst du mit einem Maulschlüssel, aber auch mit einer Wasserpumpenzange machen. Dreh es dafür jetzt nach links, bis du die Schraube am Ende komplett gelöst hast und dein gesamtes Heizungsthermostat einmal abnehmen kannst. Jetzt hast du Zugriff auf diesen kleinen Stift. Dieser wird durch das Heizungsthermostat entweder reingedrückt oder eben nicht und steht dann heraus. In den meisten Fällen ist dieser nicht mehr gangbar, das heißt, er steckt fest. Um ihn zu lösen, solltest du ihn einige Male rein- und rausdrücken, zum Beispiel mit einem Hammer oder einem Schraubenzieher. Wenn er feststeckt, kannst du auch ganz vorsichtig an den Seiten mit einem Hammer draufklopfen, bis er wieder herauskommt. So bekommst du dieses kleine Ventil wieder gangbar und dann sollte der Heizkörper auch direkt wieder funktionieren. Schraube das Thermostat wieder ran und ziehe es vorsichtig fest und schon hast du deinen Heizkörper repariert. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, warum die Heizung nicht richtig warm wird. Denn wenn deine Heizkörper auch stark kluckern oder andere Geräusche machen, könnte es sein, dass du zu viel Luft in deinem Heizungssystem hast. Dafür musst du alle Heizungsthermostate an allen Heizungen in der Wohnung einmal auf die höchste Stufe stellen. Gehe dann jetzt zu deiner Hauptheizung und schalte diese einmal aus. Warte jetzt ungefähr eine Stunde und gehe dann zu den einzelnen Heizkörpern. Nimm dir einen solchen Schlüssel dafür oder du kannst auch einen Schraubendreher nehmen. Denn jetzt müssen wir dieses Ventil an der Seite aufschrauben. Außerdem brauchst du dafür noch eine kleine Schale, denn aus diesem kleinen Loch wird gleich eine gute Menge Wasser kommen, die du mit der Schale auffangen solltest, damit du dir nicht die ganze Wohnung schmutzig machst. Drehe das Ventil also auf. Als erstes sollte eine ganze Menge Luft herauskommen und genau das ist es ja, was wir hier erreichen wollen. Lass es jetzt so lange geöffnet, bis hier ein wenig Wasser herauskommt. Dann kannst du es wieder schließen. Mache diesen Vorgang jetzt an allen deinen Heizkörpern und schon hast du das System erfolgreich entlüftet. Jetzt musst du nur noch zu deiner Hauptheizung gehen und dann darauf achten, dass du hier genug Wasser drauf hast. Denn der Wasserdruck muss hoch genug sein. Schau dafür in der Betriebsanleitung deiner Heizung nach, wie es funktioniert oder frag einen Fachmann. Ich habe dir an dieser Stelle noch ein Video verlinkt, in dem ich dir zeige, wie ich an meiner Heizung das Wasser auffülle. Schau es dir doch direkt einmal an.